Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es eine Review zu diesem kleinen Solarpanel hier, dem Sun Booster 28 von der Firma Sunnybag. Und wir sind gerade unterwegs in Schweden, beziehungsweise wir machen einen Roadtrip durch ganz Skandinavien. Und wir sind sehr viel am Campen und im Auto schlafen, deshalb ist die Stromversorgung sehr wichtig. Und deshalb haben wir hier so ein kleines Solarpanel, was wir mitnehmen, wenn wir unterwegs sind, die zum Beispiel auf irgendwelchen Inseln schlafen, was wir jetzt erst die letzte Nacht gemacht haben. Und damit können wir dann unsere Powerbanks und unsere Handys aufladen, wenn wir unterwegs sind. Deshalb habe ich einen ganz guten Eindruck von dem Produkt bekommen und kann euch auf jeden Fall meine Meinung dazu sagen. Der Sunbooster hat hier hinten zwei USB-Ausgänge. Das heißt, ihr könnt damit super ganz einfach euer Handy oder euer Powerbank oder was auch immer anschließen mit einem ganz normalen USB-Ladekabel. Und es hat hier eine Anzeige. Die Anzeige gibt mit diesem kleinen Lichtchen hier an, wie gut die Sonneneinstrahlung gerade ist, beziehungsweise wie stark sie gerade ist. Und hier seht ihr dann ungefähr die Ladezeit für ein normales Handy. Ich denke mal, die gehen da von 3000 mAh, 2500 mAh aus. Und bei einer roten Lampe dauert es über 5 Stunden und bei einer blauen Lampe um die 2 Stunden. Ich habe dazu einen Test gemacht und kann diese Zeit auch bestätigen. Wir sind jetzt gerade am schönen Strand in Südschweden, sind gerade angekommen von der Fähre. Und weil die Handys jetzt langsam keinen Saft mehr haben und wir jetzt gerade nicht im Auto sind, laden wir die jetzt einfach mit dem Sunnybag Sunbooster 28 auf. Den habe ich jetzt hier schräg hingestellt, an den Rucksack angelehnt, auf unsere Decke mit drauf. Und da hinten sind zwei Handys angeschlossen, einmal ein iPhone und ein Android. Und wie man hier sehen kann, eine Laderegulierung. Wir haben gerade durch den Winkel und durch die Sonne volle Power. Und wir hatten vorhin, als wir gestartet haben, auf dem Handy hier 33% oder 31%, jetzt haben wir 40% und hier hatten wir 66 und haben jetzt 66, jetzt haben wir 69%. Dafür, dass zwei Handys dran sind, lädt es auf jeden Fall relativ gut auf und relativ schnell auf und ist extrem kompakt, sodass wir es überall mit hinnehmen können. Auch hier an unserem Camper hat die Sunbooster seinen festen, idealen Platz. Genau hier zwischen den beiden Dachträgern kann man die perfekt einhaken. Die hat dann auch einen angenehmen Winkel zur Sonne, wie man hier sehen kann. Man stellt sie ja nicht komplett waagerecht zur Sonne. Und dann kann man hier auch Kleinigkeiten wie das Handy beispielsweise anschließen. Dazu nehmt ihr einfach, das Aufladen mit diesem Solarpanel ist besonders einfach. Ihr könnt einfach das Handy nehmen und dann habt ihr hier hinten zwei USB-Anschlüsse. Man sieht gerade, die Anzeige ist gerade rot. Das wird sich aber gleich noch ändern, wenn ich das wieder zurückfalte. Und dann könnt ihr einfach zwei Geräte hier mit einem USB-Kabel anschließen. Jetzt seht ihr auch, die Anzeige ist blau. Das heißt, wir haben die ideale oder volle Sonnenauslastung. Und das zeigt sich auf dem Handy. Das Handy hat jetzt 4% und ist ladend. Und wir können ja mal kurz vergleichen, dann ist es 10.31 Uhr, wie viel es dann in einer Stunde oder einer halben Stunde hat. So, wir haben jetzt 11.10 Uhr und wir sind jetzt bei 67%. Also man kann sehen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert mit dem Laden hier. So, kleines Update, jetzt ungefähr 11.40 Uhr, also etwas über eine Stunde länger, haben wir 90%. Das heißt, wir haben in einer Stunde 15 Minuten von 4 auf 90% geladen und für mich ist das eine super Leistung für so ein Handy. Und wenn man mal unterwegs ist beim Campen, kann man immer mal eine anderthalb Stunden Pause machen und wenn man sein Handy dann wieder komplett aufladen kann, ist das echt super. Aktuell befinden wir uns auf einer kleinen Insel in Schweden, die nur mit einem Schlauchboot oder beziehungsweise mit einem Boot erreichbar ist. Und deshalb ist natürlich die Energieversorgung für uns jetzt besonders wichtig. Und da haben wir auch den Sunbooster 28 von Sunnybag dabei, um da unsere Powerstations mit aufzuladen. Und wie man sieht, funktioniert das wunderbar. Das heißt, wir können mit diesem kleinen Solarpanel, dadurch, dass wir so wunderbares Wetter gerade haben, fast den ganzen Tag eigentlich unsere Geräte aufladen und das reicht für uns jetzt mit zwei Handys auf jeden Fall vollkommen aus. An diesen kleinen Ösen hier könnt ihr das Solarpanel außerdem auch mit Karabinern, Schnüren oder ähnlichem am Rucksack oder an Fenstern oder sonst wo befestigen. Ich persönlich nutze das hier allerdings eher als mobiles Solarpanel, wenn ich jetzt nicht gerade ultraleicht oder mit kleinem Gepäck unterwegs sein möchte, so wie hier, wenn ich eher eine kürzere Tour mache. Und deshalb habe ich das bis jetzt noch nicht genutzt, aber theoretisch ist es möglich, hier ein nicht laufendes Solarpanel, genauso wie das Leaf Pro, aufzuhängen. Wobei ich das eher beim Leaf Pro praktisch finde, weil ich das eher auf Trekkingtouren am Rucksack mitnehmen würde, als hier das etwas größere und schwerere Sunbooster Solarpanel. Hier einmal zu den gemessenen Werten vom Sunbooster.
jetzt wo er gerade in der etwas schwächeren Abendsonne steht. Stromspannung, Amperezahl, kann jeder für sich selbst umrechnen, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus. Und hier einmal dann die LED, die zeigt auf blau, das heißt wir haben gerade eine sehr gute Ladung. Man sieht auch hier, wir laden 14% per Stunde, somit wird mein Handy relativ schnell vollgeladen. Wir haben gerade eine Spritztour gemacht und haben tatsächlich vergessen, einfach das Sunnybag, den Sunbooster runterzunehmen. Und dadurch, dass der hier so perfekt bei den Dingern runterklemmt und hier auch an der Dachbox angelehnt ist, sogar mit der Powerbank, hat der einfach gehalten die ganze Fahrt über. Das ist total verrückt. Also Sunnybag wirkt ja auch damit, dass der hier kratz- und schmutzresistent ist. Und die erste Autofahrt mit uns hat er auf jeden Fall schon mal bestanden. Haben wir leider echt vergessen abzunehmen. Wir sind jetzt nicht schnell gefahren, irgendwie 30, 40 km/h, aber krass, dass er trotzdem gehalten hat auf so Schotterwegen wie hier. So, das war's mit meiner Review zum Sunbooster 28. Ich hoffe, ihr habt alle Infos bekommen, die ihr so braucht. Wenn nicht, einfach Fragen in die Kommentare stellen oder einfach bei Sunnybag vorbeigucken. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.